Seit Sonntag sitzt der katalanische Separatistenführer Puigdemont in Haft. Seine deutschen Anwälte fordern jetzt die Bundesregierung auf, einzugreifen. Bundesjustizministerin Bali will die Entscheidung der Justiz abwarten, doch das kann dauern. Die Anwälte des in Deutschland inhaftierten Ex-Regierungschefs von Katalonien, Carles Puigdemont, fordern, dass er schnell freigelassen wird. Das müsse bald erfolgen. Eine Auslieferung an Spanien zu verhindern. Man erwarte von der Regierung, dass sie von ihrer im Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch machen wird, die Auslieferung von Carles Puigdemont nicht zu bewilligen, dass auch unbequeme Meinungen, Demonstrationen oder Volksentscheidungen frei von jeglicher staatlichen Verfolgung sind. Schon in der Süddeutschen Zeitung hat Wolfgang Schaumburg die Bundesregierung dazu aufgefordert, einzugreifen. Schaumburg kündigte an, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, sollte die Justiz seinen Mandanten nicht bald auf freien Fuß setzen. Bundesjustizministerin Katharina Barley hatte erklärt, die ersten Schritte in dem Fall seien rein juristisch, die gelte es abzuwarten. Ein Sprecher des Ministeriums sagte auf Anfrage nur, man kommentiere nicht, wie sich die Anwälte im laufenden Verfahren äußerten. Puigdemonts spanischer Anwalt jedenfalls ist optimistisch, dass die Auslieferung seines Mandanten am Ende abgelehnt wird. Es gebe handfeste Elemente, die auf eine solche Entscheidung schließen ließen, sagte João Alonso Cuevias dem katalanischen Radiosender RAC1. Die deutsche Justiz habe ihn um Entschuldigung dafür gebeten, dass der Fall nicht schneller gelöst werden kann, weil Ostern dazwischen liegt. So der Anwalt. Er sagt auch, dass sie auf Kaution freigelassen werden muss. Für den 12. April wurde eine Anhörung angesetzt. Quelle ntvde.